Anlässlich vom zweiten Tag at the Studio haben die Helvetia Versicherung und Ringier im Pressehaus eine illustre Gästeschar empfangen. Gast dieses Mal ist der Prinz Michael von Liechtenstein. Er ist ein Experte für Fragen zur globalen Wirtschafts- und Sicherheitspolitik und ist in verschiedenen internationalen Thinktanks aktiv. Christine Meyer hat mit dem Unternehmer über Politik geredet, aber auch darüber, was es heutzutage heisst, ein Prinz zu sein. Sie sind ja der Enkel der letzten Kaiserin von Österreich, Zita, des Kaisers natürlich, ja. Karl der Erste war das. Und Sie haben sie ja noch erlebt, Ihre Großmama. Ja. Was haben Sie da für Erinnerungen in diese Zeit, als die Kaiserin noch gelebt hatte? Gut, ich würde sagen, es sind durch Erinnerungen, es war meine Großmutter, wir haben sie gekannt, sie war eine sehr kluge und sehr charaktervolle, sehr starke Frau. Sie hatte ja auch sehr schwere Zeiten hinter sich. Im Exil. Praktisch im Exil und tatsächlich auch auf der Flucht und so weiter und hat da 8 Kinder eigentlich aufgezogen, ohne irgendwelche finanziellen Mittel. Sie waren ja eigentlich sehr isoliert und ihr Mann starb ja im Jahr 22 und dann musste sie auch für die Familie sorgen. War für uns als Großmutter auch sehr streng, aber eigentlich gütig. Und wie haben Sie sie angesprochen? Wie spricht man eine Kaiserin an? Also eine Großmutter, die Kaiserin ist? Großmama. Ganz einfach, Großmama. Ganz einfach. Ja? Wenn wir mal noch jetzt konkret, wir sprechen mal über Europa. Könnten Sie sich vorstellen, dass nach Großbritannien noch andere Länder die EU verlassen werden in absehbarer Zeit? Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch, wenn die Europäische Union jetzt versucht, England zu strafen, also nicht fair und offen verhandelt, dann wird das schon einen gewissen Sprengstoff haben, weil das natürlich andere dann auch nicht unbedingt halten wird, sondern eher abschreckend sein. Und sehen Sie da das Risiko, dass die EU versucht ist zu strafen? Also wenn man das Briefing für Barnier liest, sieht das schon sehr nach Strafen aus. Und ich finde, eigentlich ist das ein Unding, weil die EU sagt ja, wir müssen zuerst alles trennen und dann reden wir, wenn wir alles getrennt haben, reden wir, wie man weitermachen kann. Und das ist im Grunde genommen falsch, wenn man sich ein Korsett anzieht, schon vorher und sagt, die müssen jetzt sehen, was sie verlieren und dann kann man weitersehen. Nur schneidet man sich natürlich auch ins eigene Fleisch. Wer verliert denn Ihrer Meinung nach wirklich jetzt? Dieser Prozess ist jetzt in Gang getreten, die Theresa May hat das sehr schlau gemacht, das Parlament an Bord geholt. Der Prozess läuft. Wer wird am Ende verlieren? Ich glaube, es werden alle verlieren. Es werden alle verlieren. Und deswegen müsste man schauen, da so offen wie möglich zu verhandeln. Und dass man eben schaut, dass sehr schnell wieder Freihandelsverträge und Ähnliches passieren. Sagen Sie mal, lassen Sie uns mal noch nach Amerika gehen. Da waren Sie, haben Sie jetzt ein paar Tage verbracht und kennen ja dort viele Leute, nehme ich an. Wir haben ein Bild von Trump, das jetzt mal schön gesagt nicht das Allerbeste ist hier. Wie nehmen Sie das in Washington wahr? Die Amerikaner sehen das etwas anders. Die haben ziemliches Vertrauen in ihr System. Und die sagen entweder, wir finden Trump richtig oder wir finden Trump falsch, aber sie sagen, unser System wird funktionieren. Also sie sehen es wesentlich entspannter, als hier gesehen wird. Schon eine gewisse Polarisierung da, und zwar nicht eine Polarisierung zwischen Demokraten und Republikanern, sondern es geht quer durch die Parteien durch. Aber es hat Trump geschafft, eine gewisse Anhängerschaft zu haben. Er hat also eine Art Hausmacht in der Bevölkerung. Ich glaube, es wird manchmal die Größe überschätzt, aber die hat er. Und er hat auch einige gute Leute um sich versammelt. Und was denken Sie über ihn persönlich? Also, ich sage mal, mein Typ ist er natürlich nicht. Aber in manchen Dingen, wo Obama zu sehr gezögert hat, ist manchmal sein Aktivismus
erfrischend. Zum Beispiel diese Tomahawks, die er auf dieses syrische Airfield geschickt hat. Das hat Sinn gemacht, das hat auch erschreckt. Aber er macht natürlich sehr schnelle Handlungen. Herzlichen Dank. Dankeschön für dieses Schlusswort. Danke. Dankeschön. Danke sehr.